Lichtkuppeln gehören zum Standard auf den meisten Flachdächern, Industriehallen oder auch Bürogebäuden. Und in vielen Fällen werden diese mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Powder Liquitec PU ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier Flüssigkunststoff, der besonders durch seine einfache Handhabung überzeugt. Mein Name ist Markus Höhenberger und in diesem Video zeigen wir euch, wie einfach eine Lichtkuppel mit Powder Liquitec PU abzudichten ist. Wichtiges Zubehör sind das Powder Liquitec Fließ 165 und der Liquitec Reiniger. Als Werkzeug brauchen wir unter anderem eine Schere, Roller oder Pinsel, Klebeband und Meterstab. Als Schutzausrüstung empfehlen wir eine Schutzbrille und geeignete Handschuhe. Zuerst muss der Kunststoffuntergrund angeschliffen und der Schleifstaub entfernt werden. Zum Thema Untergrundvorbereitung gibt es auf unserem Kanal ein ausführliches Tutorial. Den Link dazu findet ihr am Ende dieses Videos. Im nächsten Schritt wird die beschieferte Bitumenbahn abgekehrt und lose Bestandteile oder Schmutz entfernt. Dann kommen wir zur Reinigung. Hierzu geben wir Powder Liquitec Reiniger auf ein Tuch und entfetten die Kunststoffelemente. Das Tuch immer wieder mal mit Reiniger nachtränken. Achtung, der Reiniger kann Bitumenbahnen anlösen. Die Anschlussbreite auf die Bitumenbahn wird mit mindestens 10 cm festgelegt. Die Anschlusshöhe liegt bei den üblichen 15 cm. Nun wird so abgeklebt, dass das Klebeband ca. 5 bis 10 mm vom Ende der Liquitec-Abdichtung entfernt liegt. Jetzt werden die Fliese zugeschnitten und an die Größe des Details angepasst. Vorschläge für verschiedene Fließzuschnitte findet ihr in den Powder Liquitec Verlegeanleitungen. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Die Fließzuschnitte bitte so anfertigen, dass diese mindestens 5 cm überlappen. Wenn alle Fliese zugeschnitten sind, wird die Abdichtung mit einem Rührholz schlierenfrei aufgerührt. Auf den vorbereiteten Untergrund wird jetzt die sogenannte Vorlage aufgebracht. Das sind ca. 2 kg pro Quadratmeter Flüssigkunststoff. Bei einer Bitumenbahn ist ausreichend Vorlage vorhanden, wenn man die Struktur der Beschieferung nicht mehr erkennen kann. An die Ecke wird eine Ronde gesetzt. Hier noch ein Tipp. Für 90 Grad Außen- und Innenecken gibt es vom Bauder vorgefertigte Fließformteile. Das spart enorm Zeit und erleichtert die Verlegung. Anschließend wird mit der Rolle oder dem Pinsel das Fließ am Untergrund angearbeitet und Lufteinschlüsse herausgestrichen. Direkt danach erfolgt die Nachlage mit ca. einem Drittel der Verbrauchsmenge. Dadurch wird das Fließ auch von oben vollständig durchdrängt. Bei den weiteren Fliesen bitte darauf achten, dass mindestens 5 cm Überlappung vorhanden sind und auch hier ausreichend Material unterhalb des Fließes aufgebracht wird. Nach Fertigstellung muss das Klebeband direkt entfernt werden, noch bevor die Abdichtung trocknet. Die Abdichtung ist bereits nach 30 Minuten regenfest. Wie ihr gesehen habt, ist die Abdichtung mit Flüssigkunststoff keine Raketenwissenschaft. Trotzdem sind Sorgfalt und korrekte Ausführung sehr wichtig für eine gelungene Abdichtung mit Flüssigkunststoff. Weitere Infos zur Abdichtung mit Flüssigkunststoffen findet ihr auf unserer Webseite und vor allem auch in diesen Videos. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt diese unten in die Kommentare. Und wir freuen uns besonders, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.